Wenn du ihm diese 8 Nachrichten schickst, wirst du ihn wegstoßen. Einem Typen zu schreiben kann schon richtig knifflig sein. Du musst dir jede Nachricht, die du ihm schreibst, genau überlegen und du musst wissen, was du sagen sollst. Du solltest besonders vorsichtig sein, wenn du ihm Nachrichten schickst, die er als anhänglich oder bedürftig interpretieren könnte, weil das sonst den Eindruck erwecken könnte, dass du zu früh etwas Ernstes willst. Deshalb bin ich hier, um dir zu sagen, was du ihm schreiben solltest, wenn du mit ihm zusammenbleiben willst. Erstens, bitte verlass mich nicht, ich kann ohne dich nicht lieben. Wenn du ihm so etwas schreibst, wird es wie ein Hilferuf aussehen. Es zeigt, dass du verzweifelt bist und dass du alles hinnehmen würdest, nur damit er mit dir zusammenbleibt. Wenn du auch nur ein bisschen Selbstachtung hast, wirst du ihm diese Nachricht nicht schicken, sondern an dir selbst arbeiten. Vielleicht denkst du, dass es eine gute Idee ist, ihm deine Gefühle offen zu zeigen. Aber meine Liebe, vertrau mir. Das wird dir nicht dabei helfen, mit ihm zusammenzubleiben. Es wird alles nur noch schlimmer machen. Zweitens, ich will keinen besseren Mann als dich. Wenn du so eine Nachricht von deinem Typen bekommen würdest, was würdest du dann denken? Du wirst nicht gerade glücklich darüber sein, oder? Du hättest das Gefühl, dass du mit ihm machen kannst, was du willst und dass er dich trotz allem immer lieben wird. Tja, und er wird dasselbe denken wie du. Indem du das tust, zeigst du ihm, dass er der einzige Mann für dich ist und dass andere Optionen für dich nicht in Frage kommen, ganz egal, was er tut. Doch hier ist der eigentliche Trick. Dir deine Optionen offen zu halten, ist manchmal das Beste, was du für dich selbst tun kannst. Drittens, tut mir leid, dass du meinetwegen so wütend bist. Es wird nie wieder vorkommen. Ich wiederhole, du servierst ihm dein Herz auf einem Silbertablett. Mit diesen Worten teilst du ihm mit, dass du jedes Mal das tun wirst, was er will, anstatt das zu tun, was dich glücklich macht. Wenn dein Typ nicht damit leben kann, dass du dein eigenes Leben hast und dass du ohne ihn Spaß haben darfst, dann solltest du nichts mit ihm zu tun haben. Lass nicht zu, dass er dich so behandelt. Entschuldige dich nicht dafür, dass du ohne ihn glücklich bist. Lass das Feuer in deinen Augen nicht erlöschen, nur damit er zufrieden ist. Kein Mann verdient sowas. Und wenn doch, wird er dich nie dazu bringen, so etwas seinetwegen durchzumachen. Viertens, ich denke die ganze Zeit an dich. Kommst du bald nach Hause? Wenn du ihm so eine Nachricht schickst, teilst du ihm mit, dass er das Zentrum deines Universums ist. Anstatt mit deinen Freunden Spaß zu haben, sitzt du einfach nur da und wartest darauf, dass er nach Hause kommt. Du signalisierst ihm, dass du verzweifelt bist, wenn er nicht da ist und dass du ihn wahnsinnig dringend brauchst. Eine solche Nachricht wird keinen Mann von den Füßen reißen, aber sie wird ihn definitiv dazu bringen, dich zu ignorieren und zu vernachlässigen. Sei schlau und zeig ihm, dass du dich auch ohne ihn amüsieren kannst, so wie er sich auch ohne dich amüsiert. Fünftens. Wo bist du gerade? Ich habe dich angerufen, aber du bist nicht rangegangen. Diese Nachricht will dein Freund ganz bestimmt nicht von dir bekommen. Du würdest diese Nachricht auch nicht gerne von ihm bekommen. Das ist eine reine Kontrollsucht, insbesondere wenn es jeden Tag passiert. Wenn du ihm so eine Nachricht schickst, wird dein Freund das Gefühl haben, dass du ihn erstickst. Er wird das Gefühl haben, dass du jede Sekunde wissen musst, was in seinem Leben passiert. Und das kann ziemlich nervig sein. Ich weiß, dass du manchmal wissen möchtest, wo er ist, aber tu dir selbst einen Gefallen und tu das Handy weg. Zähle bis 10 und atme tief durch. Vertrau mir, du wirst es dir anders überlegen, wenn du dir etwas Zeit lässt. Und keine Sorge, du wirst mir später danken. Sechstens, ich tue alles, was du willst.
bleib bitte nur bei mir. Nein, du wirst nicht alles tun, was er will, weil du etwas hast, das man Selbstachtung nennt. Du brauchst keinen Mann, der dich als selbstverständlich betrachtet, während du seine Wünsche erfüllst. Mit dieser Nachricht gibst du dich ihm vollkommen hin und lässt ihn mit dir machen, was er will. Kein Mann verdient so etwas. Außerdem wird es für ihn uninteressant sein, mit dir zusammen zu sein, weil du ohne jegliche Bemühung zu haben bist. Das ist der perfekte Weg, einen Mann zu verlieren. Also pass auf, dass du niemals so eine Nachricht schickst. 7. Wer war die Frau, mit der du gesprochen hast? Wenn du ihm so eine Nachricht schickst, kannst du ihm auch genauso gut direkt ins Gesicht sagen, wie unsicher du bist. Aber diesen Eindruck willst du doch nicht hinterlassen, oder? Selbst wenn es dich stört, dass er mit einer anderen Frau spricht, darfst du dir das nie anmerken lassen. Sonst wird er nur denken, dass du bedürftig und anhänglich bist und dass du ihn mit keiner anderen Frau reden lässt. Je mehr du das tust, desto mehr wirst du ihn wegstoßen. Überleg dir also gut, ob du diese Nachricht wirklich schicken willst. 8. Ich werde heute Abend auf dich warten, bis du nach Hause kommst. Wenn dein Typ mit seinen Freunden unterwegs ist und so eine Nachricht von dir bekommt, während er Spaß mit den Jungs hat, kannst du dir sicher sein, dass er augenblicklich down sein wird. Er möchte nicht, dass du auf ihn wartest. Und er möchte nicht, dass du ihm schreibst, wenn er mit seinen Jungs ausgeht. Wenn er das nicht mit dir macht, warum machst du es dann mit ihm? Damit zeigst du ihm nur, dass du dir Sorgen darüber machst, was passieren könnte, wenn er ausgeht und wie spät er nach Hause kommen wird. Anfangs wird es vielleicht kein allzu großes Problem sein, aber wenn es so weitergeht, wird er dich deswegen verlassen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, findest du meine 2 Bücher auf Amazon. Der Weg zurück zu dir selbst. Finde deine innere Stimme. Und im Kopf des Narzissten. Schlage ihn mit seinen eigenen Waffen. Du findest die Links unten in der Beschreibung des Videos. Vielen Dank.